Hallo YouTube! Wie geht es euch? Yay! Genau zum Anfang der Folge habe ich so einen schönen Diamanten. Jetzt auch Diamanten, 41. Ich den Runenaltar. Wie viel hast du? 41 im Inventar. Ich habe 4577. Oh verdammt. Du willst nicht wissen, wie viel Kohle ich hier drin habe. 48.000. Und Roherz, also von den Pieces, ist das meiste, was ich habe, Gold mit 62.000. Ich müsste mal unten meine Erzfarm ausschalten. Solltest, ja. Vor allem, ich habe mittlerweile auch 11.000 Redstone. Die läuft schon gar nicht mehr. Hä? Zu viel des Guten. Was ist hier los? Lol, ist das, sind die Maschinen mittlerweile so schnell? Oder die kommen einfach gar nicht. Oh, hier ist noch ein Ding, das muss da nicht hin. Wo ist denn das jetzt hingebloppt? Da. Irgendwie. Ja, das ist alles bei mir hier unten viel zu schnell. So, wir sammeln jetzt hier weiter Mana. Ich habe jetzt den Runenaltar. Zum Runenaltar brauchen wir ja aber noch dieses andere Dingsbums-Gedöns. Das ist eine sehr detaillierte Erklärung. Den Terrestrial Agglomeration Platte, Alter. Was brauchst du? Leck mich am Arsch. Bitte buchstabieren. A, B, C, D, E, F, G. Wow. Ey, das leckt mich fest. es gab doch eine, die hat Bäume abgebaut. Welche war das? Auf die will TNT haben? Hydro, Marsch, Muslim, Rosa, Sashem, dass die will Lava haben? Rosa, Arcana. Die braucht aber eine Rune. Slime Chunks, nein. Leaves, genau, hier, die will ich haben. Die braucht eine Rune of Plutoni. Was? Rune of Plutoni. Du. Ganz ehrlich. Nee. Das sind Namen, du da feste dir an Kopf. Okay, ich wollte jetzt Erde setzen. Dann setz mal Erde. Hatte ich vor. Und wenn du das nicht machst, schuldest du uns allen einen Peter. Warum? Weil Peter. Okay. Was brauchte ich? Eine Rune auf Plutoni. Ich brauche schon ernsthaft schon wieder zwei solche Diamanten. Wie bekomme ich einen Living Rock? Ah, durch einen Pro Daisy. Aber ich glaube, die bekommen. Oh Gott. Das ist Botania, was du gerade hast. Ja, ich hab diese davon, kleine Kartoffel. Living Wood habe ich halt im Inventar. So. Kannst du mir ja abkaufen. Für alle deine Ärzte. Oh Gottchen. Habe ich wieder genügend Mana? Ja. Los, weiter Mana sammeln. Ich brauche noch so ein cooles Ender-Gedöns. Teurer Preis für ein gutes Ergebnis. Als ob ich all deine Erze will, also mal ganz ehrlich. Du brauchst doch gar keine mehr. Deswegen, du brauchst einfach bloß mit Holzblöcken, also hier Oakwood vorbeikommen und das kannst du bei mir umwandeln.
zu Living Wood, ja. Kann ich das nicht mit meinem Dings auch? Nein. Du brauchst diese Botania-Pflanze dazu. Oh, diese Mini-Kartoffeln machen. Ach, hier die mit den Augen? Ja. Das ist halt von Botania. Da ist er. Tiny Potato Mask. Infused String. Oh, lol. Das könnte ich herstellen sogar. Und das. Also es gibt daneben gibt es noch ein Tiny Potato und das ist die Maske davon. Wo ist Neben die? dem Tiny Potato Mask. Wenn man Potato. Naja, warte, dann ist das hier anders angeordnet. Da gucke ich gleich. Weil dann, ich kann die sogar herstellen. Lol. Weil ich glaube, die Ressourcen dafür habe ich. Hier ist das Surf-Ei. Warum fragt mich? Okay, muss ich nicht. Warum fragt Okay. dich wer? Lol, okay, das geht ja recht easy. Mich hat jemand gefragt, ob ich heute noch mal ankomme. Du bist doch an. Ja, ne? Ne? Wer denn? Auf Erzähl. dem Revenge. Oh mein Gott. Hat der keinen anderen dort zum Zocken? Doch, das sind genug drauf, nur wir verstehen uns halt Ey, gut. da. Ja. Ah! Ich hab mir aber ungleich eine gemacht. Hey. Gut. So, das hat mich jetzt Mana gekostet. Also, wenn du irgendwas von Botania aus Lootbags mal rauskriegst, bitte zu mir. Okay, ich brauche erstmal eine. Ich habe ja nicht mal eine Mob-Farm. Dann bau dir doch endlich mal eine. Ja, werde ich machen. Ach so, ich wollte die Rune machen. Reicht das jetzt noch für den Diamanten? Nee, toll. Vor allem, ich verbrauche hier gerade extremst viel Kohle. Nur damit ich Mana produziere. Einmal da und einmal da. So, dann müssen wir warten. Dann brauche ich für die Rune noch die weiße Rune. Alter, ernsthaft, was brauche ich denn dafür alles? Ich brauche einen Kuchen und zwei weitere. Oh, dann brauche ich Mana Steel. Okay, das kriege ich, indem ich Eisen da reinhaue. Okay. Ich habe ja 20k Eisen oder fehlt ein Stack. Fällt's. Hält. Da fällt's nicht auf, wenn ein Stack fehlt. So, oh meine Fresse, ey. Das ist. Ja. Genau. Aber ich könnte eigentlich schon. Wie macht man dieses Elfenportal? Das will ich jetzt Elfenpapa. wissen, ja. Tiny Potato Hammer. Lexica Botania, Mana Pool, Open Crate. Hallo. Das ist Bubbles Gedöns. Soul Scribe. Portal to Elfheim. Ich brauche ein Elfen Getaway Core. Terra Steel Nugget. Wie mache ich das? Wie mache ich ein Terra Steel Nugget? Farm Pattern. Elfen hier. Terra Steel mache ich aus. Leute, es gibt kein Rezept für Terra Steel. Es gibt nur Hühner, die das kacken. Was? Die kacken Terra-Stil? Oder Pflanzen, aber Aua. Aua. es gibt kein Rezept für Terra Steel. Ach du Heimatland.
So, das Hammer, dann hier Eisen. Wow, ein Mana-Stil. Ja. Warum kann man das nicht craften oder herstellen oder brennen oder schmelzen oder sie aus... Keine Ahnung, woher ziehen. Wie mache ich denn das? Ich brauche ein Prismarin und ein Enderperlenhühnchen. Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Ich kriege das nicht mal aus Lootbags raus. Apropos Lootbags. Wie sieht's hier unten? Ich will jetzt meine Mobfarm gar nicht angucken. Was ist mein Pflanzen? Oh nein, wo ist mein, meine Pflanze? Hier. Du willst meine Mobfarm gar nicht angucken. Warum? Die Kiste läuft einfach schon wieder instant über. Oh. Ja doch, dann. Komm, Tiny Potato, wackel mit deinem Kopf. So, ich habe 3 Mana Steel. Ich brauche Terra Steel. Scheiße. Das kackt alle 70 bis 140 Minuten ein verkacktes Terra Steel aus. Wie viele Minuten? Alle 70 bis 140 Minuten ein Terra Steel. Das wird eine sehr lange Folge. Oh, bei den Hühnchen ist ein Huhn und 3 Hühner und ein Schwein gespawnt. Ein Schwein mit Goggelaugen. Sieht aus wie Melvin. Ernsthaft? Um so eine Uhrzeit fahren die schon wieder? Was ist los hier? Das hast du jetzt bestimmt auch gehört. Ja, hab ich gehört. Hm. Elementium. Da muss ich da 2 in das Elfenportal reinhauen. Ja, schön. Ich würde mir ja gerne ein Elfenportal bauen, aber ich brauche Terra Steel dazu. Oh, Mann, ey. Er dreht durch. Okay. Ich habe etwas herausgefunden, womit ich schnell an Terra Steel komme. Oh wow. 9, 18, 27 und 4 sind 31. Nö, reicht nicht so. Das muss reichen. Nö, reicht. Ich habe halt schon wieder hier ist schon wieder alles an Kohle verbrannt. Mal gucken, ob Kohleblöcke da besser sind und mehr geben. Ich hoffe es. Hier, machen wir das so. Jetzt. Ich hoffe, die bringen mehr. Das war zu weit weg. Arschloch. So. Yep, die verbrennen auch. Oh, es leckt. Nee. Läuft flüssig gerade. Gerade eben, als ich kurz hier... Wo bist du denn? Was machst du denn da gerade? Bin nur kurz rausgelaufen. Hm. Dann hat's kurz, gelegt. Warum automatisierst du das nicht? Mit 2 Hoppern und 2 Kisten. 2 Hoppern. Melvin, ganz ehrlich. So, genau, töte das da mal. Hier hast du sogar 3 Kisten, da brauche ich nur noch eine. 4, 5, 6, 7, 8. Du baust die Dinger mal bitte ab. Alles muss in dieser Zeit automatisiert werden. Ja, du hast dann Zeit für andere Sachen. Und warum halt umständlich, wenn es auch einfach geht?
So, jetzt auf die Dinger die Teile setzen. Auf die? Ja. Und da oben machst du jetzt alles rein, was kompostiert werden soll. Siehst du, merkst du was? Ach, und noch was von deinen Hühnern. Kannst du dort auch Eier und die Hühnerscheiße reinmachen? Das wird auch kompostiert. Die Eier auch? Ja. Ich bring dir, mal einen Vakuumhopper, dass der das alles ganz in Ruhe einsammelt. Dass dir die Hühnerscheiße nicht mehr verloren geht. Okay. Kannst du mal sehen, so großzügig bin ich zu dir. Ja. Danke. Vakuumhopper. Da. So. Ich opfer sogar einen Diamanten für dich, ey. Du hast doch genügend. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt fehlt mir halt einer. Stell mal bitte noch eine Kiste her. Am besten eine Eisen- oder Goldkiste. Okay. Oder warte, ich habe hier was anderes. Das kann ich dir auch mitbringen. Ich habe davon 12 Stück. Jetzt brauche ich noch hier so eine Leitung. Das da. Bro. Kaching. Und so, da wird alles eingesammelt. Und da oben kannst du es dann immer rausholen. Okay. Aktivieren. So. Guck mal, und schon hast du 2 Eier und einmal Hühnerkacke. Danke, das wollte ich schon immer. Ja, bitte. Der CO2 wusste halt auch nie, dass man das kompostieren kann. Schmiede schon wieder leer. Wieso schon wieder? Hast du schon wieder Sachen hergestellt? Nee, ich meine hier Labergeschmolzen. Ach so. Ich muss mich dann halt irgendwann an dieses Hühnchen setzen. Das kotzt mich ein bisschen an. Ja, ich kann nicht mehr schreiben.